So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, und ich weiß, es ist schon wieder eine Weile her. Ich bitte das zu entschuldigen, ich kam in letzter Zeit nicht mehr dazu aufzunehmen. Aber ja, wir waren das letzte Mal dabei mit Bethesda, mit der Energiequelle in, wo war es, Brasilien? Weiß gar nicht mehr genau. Doch, ich glaube, Brasilien war es zu holen. Und ja, gehen jetzt wieder zurück zum Animus. Obwohl, wir können auch mal kurz hier reingucken. Ihr könnt hier mal, nicht dagegen lehnen. Desmond, Dankeschön. Das mit willkommen. Nein, ich möchte keine Mission wiederholen. Da können wir eben, wie bereits erwähnt, Mission wiederholen. Aber egal, gehen wir zurück in den Animus zu Connor und schauen mal, was uns dort Sieh mal erwartet. an. Ich habe eine dritte Energiequelle. Schon? Die ist schon vor einer Weile aufgetaucht, aber ich konnte es erst jetzt bestätigen. Wo? Sie wird wohl in einem Museum in Kairo ausgestellt. Ja, dann muss Connor wohl warten. Nein, du bleibst. Wir brauchen den Schlüssel und die Zeit läuft uns davon. Ich erledige das. Was ist mit Cross? Es wird schon alles gut. Ich bin bald zurück. Gut, wenn du meinst. Ich bin dann soweit, Desmond. Dann kümmert sich Der unser Winter Vater drum. naht. Die Luft ist still und voller böser Vorahnung. Die anderen spüren es auch und gehen mit ungewohntem Eifer ihrer Arbeit nach. Ich möchte helfen. Doch dringendere Angelegenheiten erfordern mein Eingreifen. Die Templer haben George Washington ins Auge gefasst und werden nicht ruhen, bis er tot ist. Ich hatte gehofft, diese Tatsache vor ihm zu verbergen. Aber Thomas Hickey machte mir einen Strich durch diese Rechnung. So beschloss ich, ihm alles zu erzählen. Von den Templern, ihrem Plan und von mir. Achilles meint, das sei ein Fehler. Und wir streiten jeden Tag. Doch es steht zu viel auf dem Spiel, um es jetzt noch zurückzuhalten. Devonport-Siedlung, 1777, Sequenz 9. Tu das nicht, Connor! Was schlägst du denn vor zu tun? Abwarten, während die Templer alles an sich reißen? Wir schworen, sie aufzuhalten. Hast du das vergessen? Assassinen sollten leise arbeiten, präzise. Wir ziehen nicht umher und schreien es von allen Dächern jedem zu, der hinhört. Ausgerechnet, du hältst deine Predigt? Du hast dich in dieses verfallene Loch verkrochen und die Bruderschaft völlig aufgegeben. Seit meiner Ankunft hier tust du nichts, als mich zu entmutigen. Und im seltenen Fall, dass du mal geholfen hast, hast du so wenig getan, dass du es dir auch hättest sparen können. Du wagst es? Dann sag, unter wem geriet die Bruderschaft ins Wanken? Wer erlaubte es, dem Templerorden so groß zu werden, dass er ein ganzes Land kontrolliert? Wenn ich dich davon abbringen wollte, dann weil du nichts wusstest. Wenn ich zögerte, dir zu helfen, dann weil du naiv warst. Tausendmal wärst du gestorben und hättest Gott weiß, wie viele mitgenommen. Lass mich dir eines sagen, Connor. Das Leben ist kein Märchen und es gibt kein glückliches Ende. Nein. Nicht, wenn Männer wie du das Sagen haben. Harte Worte. Wenn du so die Welt retten willst, Bursche, gib Acht, dass du sie nicht zerstörst. Ha! Okay. Connor ist also das ganze Warten leid und möchte wohl aktiv jetzt was tun. Was Achilles natürlich nicht ganz so gefällt, aber... Naja, schauen wir mal, ob das so eine gute Idee ist, was der gute Connor uns davor hat. Sich Achilles den Rücken zu kehren. Und alleine sich aufzumachen. Und da gibt es wieder Texte. Yay! Die Unabhängigkeitserklärung. Das wir ja im letzten Part eben gesehen haben, wie es unterschrieben wurde. Wohl das wichtigste Dokument der amerikanischen Unabhängigkeit. Oder generell Amerikas, des heutigen Amerikas. Oh nö, nicht schon wieder. So viele Texte. Oh. Die Schlacht von Bunker Hill hatten wir doch schon. Das machen wir doch mal ein bisschen schneller. Wenn es dann nicht hatte, dann tut es mir leid. Aber ich glaube, die Schlacht von Bunker Hill, die hatten wir schon vor einer ganzen Weile. Belagerung von Boston hatten wir auch. Das ist ja auch schon alles ewig her. Das heißt, machen alles ein bisschen schneller, la 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 la.
Warum auch immer das nicht abgehakt wurde, aber komisch. Nur eben ganzes Ausrufezeichen kurz wegbringen. Disagreement. Buttonwood Agreement. Ja, schön. Halt, stopp, 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 stopp. Neueste Einträge. Ach nö. Die Wall Street, ja, das hat noch alles schon mal. Aber egal, komm, schnell durchklicken und gut ist. Wenn ich es noch nicht hatte, dann tut es mir leicht leid, aber ich meine, echt, ich möchte nicht für Leute, die es eben, wenn wir das schon mal hatten, nicht unbedingt Zeit verschwenden, von dem her machen wir das ein bisschen schneller. So, nächste Mason Luke Weems. Oder Mason Luke Weems. City Hall. Thomas Plain. Nochmal was zur Unabhängigkeitserklärung. Ich glaube, da steht noch mal ein bisschen genauer drin, was eigentlich da drin steht. So ein paar Auszüge von. Die Independence Hall. Ja, da machen wir. Das hat man, glaube ich, alles noch nicht. Da machen wir es ein bisschen langsamer. Also, also Zeile für Zeile. Das heißt, Abschnitt für Abschnitt einzeln. So. Alexander Hamilton. Und Thomas Sicky aktualisiert. Und dann sind wir auch gleich fertig. Hier. Der aktualisierte Teil. Na komm, schaffe ich's, so hinzubiegen. So. Ach, nochmal ein aktualisierter Teil, okay. Okay, dann wäre das alles. Orte, was haben wir da noch? New York. Boris Smith & Company, das hat man auch alles schon. The American Dream, ja, das hat man doch. Warum? Ich verstehe es nicht ganz. Warum Ubisoft? Dann nochmal irgendwas in den Ereignissen. Grenzland, was haben wir da noch? Vertrag von Fort Stanwix. Ja, das hat man garantiert, das weiß ich. Dass es in diesen Vertrag ging. Mit dem Landkauf, ja. Gut, aber wenigstens sind wir jetzt komplett durch. Für die, wo es nicht wissen wollten, tut es mir echt leid, aber ihr konntet ja gerne überspringen, für die, wo es nicht interessiert. Aber auf jeden Fall sind wir jetzt fertig und können dann weitermachen. Und das heißt, wir müssen am besten wahrscheinlich dem Weg hier folgen. Und dann schauen wir mal, was Connors Plan ist eigentlich jetzt, ohne das auch ohne eben hier groß oder eben ohne eben mehr unter den Fittichen von Achilles zu stehen. Mal schauen, was er jetzt vorhat eigentlich. Wie er gerade, wie man es so mitkriegt hat, ihn gibt. Er war das ständige Warten leid. Er wollte nicht mehr ewig warten, wie Achilles da war. Er war eher dieser Typ, der gerne abwartet und schaut, wie sich die Situation entwickelt und dann eher nur im Notfall eingreift. Während Connor einer ist, der eher handelt und
gerne selber die Dinge in die Hand nimmt und verändert. Ja, schnelles Kolopier kostet Ausdauer, ich weiß. Ach, kurz die Hand kratzen. Oh, so. Auf jeden Fall, war wohl das Connor alles zu viel, weil es ihm mal alles viel, viel zu langsam ging und deswegen er sagte, jetzt es kann nicht so weitergehen, ich nehme jetzt die Dinge selber in die Hand, auch wenn es dir nicht gefällt, Achilles. Naja, mal schauen, ob das so eine wirklich gute Idee war, ich zweifle da ja noch dran, aber naja. Und da kommt wieder ein fahrender Händler. Schauen wir mal, ob der inzwischen was für uns hat. Ah, verkaufen? Haben wir irgendwelche Tierfälle noch übrig? Ja, haben wir. Ah, können wir aber alles verkaufen. Bringt zwar nicht viel, aber Kleinvieh macht auch Mist, von dem er mit weg und gut ist. Halt, ich war noch nicht fertig. Gucken wir mal, brauchen wir da irgendwas? Verbrauchsmaterialien. Pfeile, Hammer. Voll. Ah, da können wir noch ein paar einkaufen. Hammer jetzt auch voll. Gucken wir mal, können wir noch einen einkaufen? Ja gut, jetzt ist voll. Giftpfeile voll. Auch Bomben können wir noch einnehmen. Fallen brauchen wir eigentlich weniger. Ich bin ja eigentlich so der Typ fürs Fangen und Köder eigentlich auch nicht, von dem her passt das schon. Wobei ich die Wurfpfeile auch noch nie benutzt habe, aber naja. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Mission gab, wo man die eigentlich brauchte. Und jetzt gucken wir mal kurz auf die Karte. Wo müssen wir eigentlich hin? Kann man da eigentlich auch schnell hinreisen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, hätte mich auch gewundert. Aber wahrscheinlich, wenn wir den Weg folgen, kommen wir wahrscheinlich eh falsch raus. Und immer bleib ich am Baum hängen, Connor. Dankeschön. Laufen wir wohl lieber dann doch querfeld ein. Auch wenn mir das Geräusch nicht gefällt. Aber auch egal. Dank dem Pferd verlieren wir ja im hohen Schnee nicht unbedingt so viel Energie. Und ja, ich weiß, dass sie mein... Oh, das ist ein Wolf. Nein, lass mich in Ruhe. Oder war es ein Panther? Ich weiß nicht mehr genau. Kannst du mal bitte laufen? Dankeschön. Das ist zwar ein Aussichtspunkt. Nehmen wir den voll mit. Ach komm, den können wir kurz machen. Kurz absitzen. Und dann klettern wir da kurz hoch. Das ist ja schnell erledigt. Das ist ja nur ein kleiner Baum. Abgesehen davon, dass es auch eine Feder ist. Und dann synchronisieren wir kurz mal. So. Nein, wir machen jetzt keinen Todessprung. Ich möchte ihn wieder zurück zu meinem Pferd. Wenn es ihnen recht ist. Wo ist er denn? Ach, da ist er. Halt, bleib mal stehen. Ich möchte wieder hoch. Danke. So. Aber wir müssen eh irgendwie da runterkommen, von dem her. Hätte ich auch den Todessprung nehmen können, aber dann hätten wir unser Pferd verloren. Von dem her. Und hätten uns dann quer durch den Schnee warten müssen alleine, was dann, weil sie damals an den Anfang mit Haven erinnert, nicht gerade angenehm war. Ich sag nur die Mission damals, wo man auf Zio damals gestoßen ist, war nicht unbedingt angenehm, aber hätten wir zwar auch machen können, aber passt schon. Klar, ich könnte jetzt auch runterspringen, aber ich suche mal einen Weg. Einen pferdefreundlichen Weg, sagt es mal so. Obwohl, ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber mal gucken. Wow! Au, das war unbedingt nicht mein Plan, aber naja, was soll's. So, 2-1, dass ich jetzt wieder drauf gehe. Ich sag's doch. Todessprung! Au, hat sogar funktioniert. Ich bin mal nicht verreckt, ein Wunder. Ich meine, passiert mir zwar schon ziemlich häufig, aber naja. Warum habe ich eigentlich eine Faust ausgerüstet? Eigentlich möchte ich das Tomahawk. Ah,
Hallo? Tomahawk.